Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToolsTV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um das Thema Saugen und Blasen. Aber nicht alle hier können blasen und ich möchte keine dummen Kommentare haben. Also, wir haben heute das Thema mobile Staubsauger und ich sage dir, nach diesem Video wirst du die starke Lust haben, eins von diesen Geräten in deine Werkstatt zu holen. Denn sie sind sehr unterschiedlich vom Charakter, können ganz unterschiedliche Dinge und eines von den vielen hier ist ein absolutes Absaugmonster. Welche das ist, wirst du gleich im Video erfahren. Vorher noch der Hinweis, wie immer gibt es auch eine Verlosung. Und zwar verlosen wir hier den Bosch Akkustaubsauger, den GAS 18V10L Version 2. Warum Version 2? Ich denke, das wisst ihr. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier oben, weil Bosch hier nochmal eine zweite Version rausgebracht hat. Also, los geht's. So. This is the future. Wir haben hier heute also 18 Volt Akkustaubsauger und zwar haben wir den Bosch GAS 18V10L Version 2, Metabo AS18LPC, Makita DVC750LZX1 und DEWALT DCV58L-QW. Was ich hier heute im Video zeigen möchte, ist, wie vielseitig diese Geräte sind und dass man, also eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich braucht jeder eins von diesen Geräten. Also ohne das kannst du gar nicht mehr aus dem Haus gehen, weil du mit dem hier zum Beispiel, also mit allen hier, kannst du natürlich auch dein Auto aussaugen, was ich übrigens sehr gerne mache mit genau so einem Sauger, weil da brauchst du ein Kabel, kannst du es schnell mal irgendwo hinnehmen und im Auto rummachen. Was ich auch super finde, wozu ich diese Sauger immer im Einsatz habe, ist, wenn ich im Haus mal irgendwo ein Loch bohren möchte, ja, machst du das mit einem Industriestaubsauger für mal ein Loch? Nee, weil die Dinger wiegen richtig viel, du schleppst sie dann die Treppen hoch und so weiter, das macht doch keinen Spaß. Und dafür sind die hier viel besser geeignet, weil sie sind relativ leicht, zum Gewicht kommen wir nachher auch noch. Und übrigens gibt es heute natürlich auch noch einen Absaugtest, also wir werden auch noch gucken, wie schlagen sich denn so auch gegeneinander. Dafür ist er super geeignet, natürlich auch auf der Werkstatt, wo du, oder Werkstatt, ja, ach Sebastian, also auf der Baustelle, wo du keinen Strom hast oder wenn du im Rohbau irgendwo eine Ecke jedes Mal eine Kabeltrommel ziehen, wer will denn das schon, ja? Oder wenn du mobil arbeitest als Monteur und so weiter und so fort, sind diese Geräte eigentlich unerlässlich und machen richtig Laune. Interessant ist, alle haben verschiedene Konzepte, das werde ich hier gleich nochmal im Detail zeigen. Zum Thema Industriestaubsauger, weil ich es gerade schon mal erwähnt habe, habe ich übrigens vor kurzem ein Video gemacht. Schau dir das unbedingt an, wenn du zum Thema Sauger mal so ein bisschen ein paar Basics haben möchtest, dann klick mal hier oben in das andere Video rein. So, jetzt legen wir aber los. Moment, Moment, bitte denk dran, ich habe das Gericht gehört, dass wenn du ein Abo abgeschlossen hast für GoToolsTV, soll es wenig aus der Tastatur stauben. Aber das kann auch nur ein Gerücht sein. Ich kann es nicht bestätigen, aber vielleicht probierst du es einfach mal aus. Und vergiss nicht das Thema Run for Tools. Dort kannst du ja innerhalb von 60 Sekunden aus unserem Lager rausschleppen, so viel du willst. Ich rate dir, keine Sauger zu nehmen, weil davon kriegst du, glaube ich, nur 3 unter den Arm. Da gibt es bestimmt viel interessantere Themen, die du dir vorstellen kannst. Wie du gewinnen kannst und alle weiteren Infos findest du in dem Video, das ich hier oben verlinkt habe und auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt legen wir los. Wir gucken uns jetzt jede Funktion an, jedes Gerät im Detail und so weiter und so fort. Am Ende gibt es natürlich auch den Absaugtest. Ich weiß, ja, am Ende, du kannst ja auch vorspulen, wenn dich das alles nicht interessiert, dann schau dir nur das an. Ein wichtiger Hinweis von mir. Bitte mach jetzt mal Folgendes. Hab mal nicht im Kopf, welches Akkusystem du schon zu Hause hast, sondern geh mal bitte ganz neutral ran. Tu mir heute mal den Gefallen, absolut neutral rangehen, denn mich würde wirklich interessieren, welches Gerät du am besten findest und stimme nachher am Ende auch ab. Bitte erst am Ende abstimmen, weil hier ist es wirklich gar nicht so einfach. Alle Geräte haben hier so ihre Vor- und
ja, Nachteile würde ich jetzt gar nicht sagen, aber haben andere Stärken. So sagt man das doch. So, jetzt aber die Frage, hat der Sebastian sich was dabei gedacht, wie die Geräte hier stehen? Natürlich, es war kein Zufall. Nein, nein, nein. Also, wir haben hier heute die Geräte nach dem Preis. Entschuldigung, wir haben die Geräte jetzt. Das verschlägt mir schon den Atem. Apropos Atem verschlagen. Schaut mal bitte unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr wie immer den ehrlichen Preisvergleich. Und da findet ihr zu jedem hier auf jeden Fall ein sehr gutes Angebot. Ich würde schon fast sagen, unmoralisches Angebot. Aber von welchen Preisen reden wir hier eigentlich? Wir sind hier so im Bereich von um die 120 Euro, ein bisschen drüber. Hier sind wir im Bereich von so um die 150 Euro, immer so leicht, ich sag mal 155, vielleicht 160, aber ihr schlagt mich da sicherlich nicht. Dann gibt's hier, der hier ist immer ein Tick teurer als Metabo, immer so ein kleines bisschen drüber in den Angeboten. Und hier haben wir Dewalt, da sind wir schon so eher im Bereich zwischen 160 bis 200 Euro. Ja, so also die Preisstaffelung. So, nach dem Preis kommen wir erstmal nochmal zum Thema Akku. Und zwar haben wir hier 18 Volt Geräte. Oder? Nein, nein, nein. Hier fangen schon die Unterschiede an. Deswegen ist es wieder so sortiert. Hier ein Grüppchen und da so ein kleiner. Aber wir haben hier 18 Volt, haben hier auch 18 Volt, haben hier 18 Volt. Hier haben wir auch 18 Volt, aber wir können hier auch 14,4 Volt Akkus reintun. Und wir haben hier sogar ein Kabel. Schaut mal hier. Wir haben also wirklich die Möglichkeit, das mit den Sauger mit 230 Volt mit 230 Volt zu betreiben und haben hier eine Kabelversorgung. Das macht das Gerät schon sehr speziell und ich muss sagen, das ist eine Überlegung wert, oder? Schauen wir mal, wo sich die Akkus eigentlich verbergen. Hier bei Bosch ist es hinter der Klappe, muss ich hier auf den Knopf drücken, dann geht das Ganze auf, ich nehme den Akku und schon kann es losgehen. Bei Metabo ist er hier unten versteckt und zwar ist er hier auch sicher verstaut. Wenn ich hier drauf drücke, kann ich ihn rausnehmen. Bei Makita habe ich auch eine Klappe, die kann ich hier einfach so öffnen. Akku nehmen, reinstecken, los geht's. Bei Dewalt ist es hier ein freies Fach, wo ich das von der Seite reinstecken kann. Und schaut mal, sieht das nicht aus wie so ein bisschen so ein Defibrillator? Wir haben hier Akkusauger und ein wichtiger Punkt ist ja, wie lange halten die denn eigentlich? Und wenn sie nach 30 Sekunden leer sind, dann bringt uns so ein Akkusauger ja auch nichts. Also muss schon ein bisschen durchhalten. Und hier ist natürlich die Frage auch immer, was für einen Akku benutzt du? Ja, nutzt du jetzt hier beim Bosch zum Beispiel einen Zweier oder einen Vierer, einen Sechser und so weiter und so fort. Dementsprechend hast du natürlich auch eine längere Laufzeit. Also können wir das Ganze runterrechnen auf Laufzeit pro Amperestunden, die so ein Akku hat. Also wenn du zum Beispiel einen Vierer hat, dann habt ihr also viermal die Laufzeit, beim Zweier zweimal und so weiter und so fort. So, ich weiß, das ist ein bisschen abstrakt, aber wir haben hier verschiedene Leistungsklassen und das ist ganz interessant. Wir haben nämlich hier bei Metabo, ist es so, hier haben wir ja zwei Stufen und zwar auf der Eco-Stufe haben wir 6 Minuten Laufzeit und auf der Boost-Stufe haben wir 4 Minuten Laufzeit pro Amperestunden Akkukapazität. Hier bei Bosch ist es so, wir haben auch 4 Minuten, das heißt mit einem 4 Amperestunden Akku wird er 12 Minuten halten. So um den Dreh, vielleicht hätte er auch 13 oder vielleicht sind es nur 11,5, aber das ist etwa so die Dauer, die er hier laufen wird mit einem Vierer. Hier bei Makita ist es so, dass wir in der schwachen Stufe 11 Minuten Laufzeit haben und in der starken Stufe, also in der größeren Stufe, haben wir 5,5 Minuten Laufzeit. Wir haben übrigens hier nach meiner Kenntnis das einzige Gerät mit einem Brushless Motor. Ich habe bei allen anderen dreien diese Informationen nicht gefunden. Wenn nicht, schreibt es mal unten in die Videokommentare, wenn ihr irgendwo andere Informationen noch habt. Hier haben wir eine Laufzeit von, ich habe keine Ahnung. Also hier gibt es nirgends vom Internet irgendeine Information und ich muss zugeben, ich habe es vergessen, vorher auszuprobieren. Aber jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Also ich vermute mal, hier sind wir bei derselben Leistung wie etwa bei Makita. Aber das ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Eine Sache musst du aber relativieren. Und zwar, hier haben wir gesagt, bis zu 11 Minuten Laufzeit. Aber, jetzt muss man ganz klar sagen, aber auch nur mit einer sehr schwachen Saugleistung. Wenn wir jetzt hier mal die Powerfunktion uns angucken, die große Saugleistung hat ja 67 Millibar. Das ist immer noch nicht mal im Ansatz so viel mit 5,5 Minuten wie
er hier mit 6 Minuten auf der kleinen Stufe, weil die kleine Stufe hier hat 80 Millibar, er hat 67, er hier hält 6 Minuten pro Amperestunde, er hier hält 5,5 Minuten pro Amperestunde. Das heißt, man kann jetzt auch nicht sagen, dass jetzt Metabo schlechter wäre. Im Gegenteil, Metabo ist aus meiner Sicht sogar besser, weil er noch ein Quäntchen mehr Leistungsdauer rausholt pro Amperestunde bei noch mehr Leistung. Also das ist schon erstaunlich. Metabo hat richtig Leistung und hält doch eine ganze Weile. Aber ansonsten ist es alles so etwa homogen hier, dass alle den Akku doch nach so 10 bis 20 Minuten hier leer saugen. Nächste Runde, neues Glück. Wir haben jetzt das Thema Leistung, also wie viel Saugleistung haben wir und in dem Fall, wie viel Unterdruck können wir eigentlich erzeugen. Und genau in der Reihenfolge ist es hier aufgestellt und das ist schon erstaunlich. Und jetzt achtet mal ganz genau auf die Zahlen und genau aus dem Grund habe ich die auch jeweils hier unten mal eingeblendet. Nämlich, wir haben hier bei Metabo zwei Stufen, und zwar Stufe 1, Stufe 2, also Eco und Boost heißt das hier. Und zwar dort haben wir 80 und 120 Millibar. Wichtig, die 120 mal merken und die 80. Die sind bei dem Gerät diesmal sehr wichtig. Also 80 und 120 Millibar in zwei Stufen. Hier haben wir hier haben wir eine Stufe und 90 Millibar Unterdruck. Hier bei dem Gerät haben wir auch nur eine Stufe und 70 Millibar Unterdruck. Und hier haben wir zwei Stufen und hier haben wir in der kleinen Stufe 42, in der großen 67. Jetzt nochmal ganz wichtig, das heißt, egal was ihr mit diesen beiden Geräten macht und auch wenn ihr den hier in der zweiten Stufe betreibt, haben beide immer noch weniger Leistung als er hier in der kleinen Eco-Stufe. Das ist ganz wichtig. Nach dem Unterdruck kommen wir jetzt zum Thema, wie viel Luft wird eigentlich transportiert in der Minute und die Angaben hier unterscheiden sich sehr stark, je nachdem wo man schaut. Manche Hersteller geben es auch gar nicht so richtig an oder manchmal nur auf ausländischen Seiten, nicht auf der deutschen Seite und so weiter und so fort. Wenn ihr bessere Angaben habt, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare und denkt dran, jeder Kommentar kann gewinnen. Ihr habt die Chance, den hier heute zu gewinnen. Aber auch hier habe ich es wieder sortiert nach den Angaben, die ich gefunden habe. Und hier haben wir bei Metabo wieder die größte Menge, nämlich 2100 Liter Luft in der Minute. Das ist Wahnsinn für so ein kleines, kompaktes Gerät. Dann haben wir hier den Makita, da kommt es ein bisschen komisch vor. Wir haben ja hier die geringste Saugleistung, also Unterdruck gehabt, aber er ist angegeben mit 1600 Liter in der Minute. Bosch ist, glaube ich, wahrscheinlich auch zu ehrlich und gibt 1440 Liter in der Minute an. Und bei Dewald sind es nur 950. Und vergesst nicht, sie können nicht nur saugen, sondern auch blasen. Da ich gerade von Ausblasen gesprochen habe, welche drei können das? Und zwar diese drei jeweils können auch wirklich blasen, also etwas ausblasen. Und das finde ich enorm hilfreich. Das heißt, die Geräte können nicht nur etwas aussaugen. Manchmal hat man irgendwo eine Ecke oder eine Kante, wo man mal ein bisschen jemand von Staub befreien möchte. Und dafür sind die drei Geräte natürlich wirklich super. Bosch kann das nicht. Und das ist auch sehr simpel gelöst und funktioniert wirklich einwandfrei. Aber natürlich auch entsprechend der Leistung der Geräte. Das heißt, hier Metabo wird wesentlich kräftiger blasen als die anderen drei Geräte. Zwei Geräte. Mann. So, ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie das funktioniert. Das ist nämlich ganz simpel. Wir haben hier eine Auslassöffnung und hier eine Einlassöffnung. Und das Einzige, was man machen muss, ist hier den Schlauch entsprechend zu entfernen und dann hier anzuschließen. Und schon können wir irgendwas ausblasen. Super, oder? Kommen wir zum Thema Nass- und Trockensauger. Denn diese kleinen Geräte können wirklich mehr, als du denkst. Denn wir haben hier 2,5 Geräte, die auch nass saugen können. Und wie immer habe ich das Ganze hier auch entsprechend aufgereiht. Nämlich Bosch wird ganz klar genannt als Nass- und Trockensauger. Und wir können hier auch einfach Wasser mit einsaugen, ohne Probleme. Das schauen wir uns auch nachher mal an. Vor allem auch hier den Filter an und schauen uns mal an, wie das Ganze hier funktioniert. Dewald ist auch ein Nass-Trocken-Sauger. Metabo ist kein Nasssauger, also hier wirklich nur trocken. Dafür ist er angegeben. Und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Nämlich Makita ist kein Nasssauger. Oder doch ein Nasssauger? Nämlich, es ist sehr interessant. Auf der deutschen Makita-Seite steht, es ist ein Trockensauger. Punkt aus Ende.
Ich glaube, entweder war es auf der österreichischen oder Schweizer Seite steht drauf, ist ein Nass- und Trockensauger. Und was es denn jetzt wirklich ist, ist vielleicht Definitionsfrage, aber ob er nass saugen kann, wirst du nachher sehen, wenn wir uns das Ganze nämlich hier unten mal angucken, hat er einen Schwimmer oder nicht. Kommen wir zum Thema Staubklassen. Und zwar, welche Geräte können hier was? Und zwar ist es so, alle vier sind L-Sauger, das heißt Staubklasse L. Es gibt ja L, M und H und L-Sauger ist die niedrigste Klasse, die, ich sag mal, am wenigsten Staub zurückhält. So kann man es am besten eigentlich sagen. Und hier wird es jetzt gleich ein bisschen komisch und da helft mir bitte unten in den Kommentaren, dass wir es nochmal ein bisschen aufklären, weil erst einmal wichtig, L und L heißt, die sind eigentlich nicht geeignet für sehr feine Stäube, also sehr, sehr feine Stäube und auch schon, selbst wenn es hier um Hartholz geht. Wenn wir zum Beispiel sowas wie Buche oder Eiche haben, dafür braucht man eigentlich einen M-Sauger. Jetzt muss man dazu sagen, L, M, H und so weiter, das ist für den gewerblichen Bereich interessant. Dort gibt es verschiedene Vorschriften und so weiter und so fort. Im privaten Bereich könnt ihr im Grunde machen, was ihr wollt. Achtet bitte trotzdem auf eure Lunge, eure Gesundheit und so weiter und so fort. Nutzt immer eine Absaugung und so weiter. Habe ich euch ja schon im anderen Video erklärt. Also, wir haben hier L-Sauger. So, das heißt jetzt, wir dürfen sie eigentlich nicht im gewerblichen Bereich für Feinststäube einsetzen. Aber jetzt kommt was Komisches, nämlich, jetzt müssen wir unterscheiden. Und zwar haben wir hier, dort und dort einen sogenannten HEPA-Filter. Ein HEPA-Filter, der den Staub, wirklich ganz, den ganz feinen Staub rausfiltert. Nämlich sogar HEPA-Filter sind nach dem, was ich weiß, sogar geeignet, bis zu Pollen rauszufiltern. Das heißt für Allergiker zum Beispiel sehr interessant. Es gibt auch manche, die sind auf zum Beispiel Birke allergisch, die haben eine Birkenallergie, eigentlich Birkenpollen, aber zum Beispiel unsere Kamerafrau ist allergisch auf Birkenpollen, und aber wenn wir hier Birke Multiplex sägen, dann fängt auch an die Nase zu laufen. Also, und dafür ist das natürlich super, weil hier die Stäube viel mehr gefiltert werden. Und was ich ein bisschen komisch und paradox finde, ist, wenn so ein feiner Staub hier zurückgehalten wird, dann ist es ja theoretisch ein M-Sauger, oder? Und ich sage euch auch, warum das kein M-Sauger ist. Es ist relativ simpel aus meinem Dafürhalten, nämlich ein M-Sauger braucht eine automatische Abklopffunktion. Das heißt, er muss den Filter, wenn er nicht mehr genügend Filterleistung hat oder genügend Luftstrom hat, muss er abklopfen. Und das können die nicht. Ich glaube, theoretisch, ja, aber es ist keine garantierte Aussage, theoretisch sind das eigentlich doch M-Sauger. Aber sie haben halt diese Funktion nicht, dann sind doch wieder keine. Ach, das ist doch ein Wahnsinn. Nächste Einteilung, auch ganz wichtig, nachdem wir gerade über das Thema Filter und Filterleistung gesprochen haben, ist es hier, nämlich diese drei haben keine Filterreinigung. Also alle drei haben das nicht. Metabo hat das schon. Und schaut mal hier. Und zwar ist es so, wir haben hier eine Filterreinigungsfunktion. Das heißt, wenn wir das Gerät einschalten, ich mache es jetzt mal nicht, weil es sonst zu laut wäre, ist es so, ihr könnt einfach hier drauf drücken und dann wird der Filter gereinigt und der Dreck wird abgeblasen und dadurch habt ihr wieder die richtige Leistung an dem Gerät. Kommen wir jetzt zum Thema Mobilität. Ganz wichtig, es sind ja Akkusauger, die du jederzeit mitnehmen möchtest, mit denen du ja unterwegs Dinge tun möchtest und die du vor allem auch dann tragen musst. Natürlich hat jeder von denen hier einen Griff, aber auch hier kommen wir von maximaler Mobilität zu weniger maximale Mobilität. Fangen wir bei Bosch an. Hier haben wir mitgeliefert in der Version 2. Genau, kommen wir doch ganz kurz dazu. Und zwar gab es die alte Version vom GAS 18 V10L. Hier war es so, es gab keinen Schultergurt und keine Rollen in der alten Version. Bitte achte darauf, wenn du den hier kaufen möchtest, welche Version du kaufst. Kaufst du die Version mit Rollen oder ohne Rollen im Wesentlichen? Das siehst du auch auf den Produktbildern in der Regel, dann weißt du, welches Gerät du hast. Von der Leistung hin und so weiter unterscheidet sich das gar nicht. Also das ist nur als Hinweis, da kannst du vielleicht auch ein Schnäppchen schnagen, wenn du noch den alten bekommst. So, aber zurück. Wir haben hier maximale Mobilität, das heißt, wir haben gleich Rollen drunter und haben hier einen Schultergurt und natürlich einen Griff, um das Ganze hier zu transportieren. Bei Metabo ist es so, ihr habt auf jeden Fall einen Schultergurt. Und ihr habt die Möglichkeit, hier ein Rollbrett im Zubehör zu erwerben. Das könnt ihr hier unten drunter tun und dann hier auch festklemmen. Damit habt ihr schon wieder die maximale Mobilität, aber man muss dazu kaufen. Hier wird es jetzt schon etwas weniger mobil. Es gibt keine Chance für Rollen, aber ihr habt hier auch einen Gurt gleich mit dabei. Und ich finde, so ein bisschen, wenn ich den jetzt hier umsetze,
sich aus wie ein Rettungssanitäter, oder? Na gut, lassen wir das. Also, nächstes Thema. So. Dewald, na gut, ich kann ihn jetzt hier in die Hand nehmen. Es gibt keine Rollen und kein Gurt. Kommen wir zum Thema Schlauch. Und hier ist es auch natürlich wieder ordentlich sortiert. Wir haben hier nämlich einen Schlauch von 3 Metern, hier 2 Meter, 2 Meter und 2 Meter. Aber es sind schon sehr unterschiedliche Schläuche. Die möchte ich dir jetzt mal kurz zeigen. Und zwar hier bei Metabo hast du einen 3 Meter Schlauch, der hier entsprechend komplett drin verstaut ist. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber hier hast du einen entsprechenden Schlauch. Der ist, so wie er halt ist, hier aus Kunststoff. Ja. Hier bei Bosch ist es so, wir haben hier den klassischen Bosch-Schlauch, übrigens mit dem C35-Anschluss, wie man ihn so kennt. Aber hier, das ist so ein gummiertes Gewebe, sehr, sehr stabil. Also hier ist, da kann man nichts mitmachen. Also na, man kann eine Menge mitmachen, ganz im Gegenteil, aber man kann ihn quasi kaum eindrücken. Sehr stabiler Schlauch, aber entsprechend auch ein bisschen widerstandsfähig oder widerständig oder wie auch immer. Hier bei den beiden Geräten ist es bei beiden gleich. Wir haben hier eine etwas andere Logik. Und zwar das hier, schau mal hier, das hier ist ein 2-Meter-Schlauch. Glaubt man kaum, ja? Nämlich, man kann den Schlauch rausnehmen und dann kann man ihn langziehen. Ja, dann habe ich einen entsprechend langen Schlauch. Und jetzt sieht man hier schon das Problem. Ab einer bestimmten Länge zieht man das Gerät so ein bisschen mit. Also das kann schon wirklich hinderlich sein oder nerven. Also das muss man entsprechend bedenken. Das ist bei den beiden Geräten so. Aber dafür ist es ultra gut verstaut. Sowohl hier bei Makita als auch bei Dewald. Einfach hier am Gerät langziehen. Ja, man muss auch nichts machen. Die ziehen sich von selbst wieder kurz. Und hier geht's wieder ran. Man muss aber eine Sache bedenken. Ich frage mich schon, wie oft machen die das mit? Also ist das so, dass sie in 3, 5 oder 10 Jahren immer noch so flexibel sind? Ich weiß es nicht. Kommen wir jetzt zum Schluss noch zum Thema Zubehör. Und das haben alle super gelöst, aber es ist doch sehr unterschiedlich. Ich habe es wieder absteigend sortiert. Und hier ist es eine Philosophiefrage, ob man den und oder den hier vorne sieht. Ich bin der Meinung, er hier ist vorne. Wir haben zwar nur als Zubehör diese beiden Düsen, die hier drin sind. Das zeige ich dir gleich nochmal im Detail, wo genau die sind und so weiter. Aber das ist das Zubehör. Ich finde es einfach nur toll, dass du alles in einer Box drin hast. Hier kann nichts abfallen, hier kann nichts passieren. Du nimmst das Ding hier am Henkel oder am Griff und trägst es mit dir in der Gegend rum. Aber das sind die beiden Sachen, die dazugehören. Hier ist es so, dass du auch eine ganze Menge Zubehör hast, nämlich wesentlich mehr. Du hast hier eine Bodendüse, mit dem du wirklich den Boden absaugen kannst, hier. Und hast diese 3 Stäbe, sage ich jetzt mal, die kannst du hier einfach rausnehmen und kannst aus den 3 hier wirklich mit dem anderen zusammen einen Bodenstaubsauger bauen. Ja, dafür sind die nämlich da. Das finde ich echt mega. Ihr kennt das ja von mir. So, dann haben wir hier noch den. Oh Mensch, jetzt haben wir noch den hier dabei als Anschluss oder hier den üblichen kleinen. Verstaut, alles gut. So, hier bei Makita ist es so, als Zubehör haben wir auch das hier. Wir haben hier diese Düse entsprechend dabei oder hier diese etwas breite, die ja auch super verstaut ist. Hier bei Dewald ist es auch so, dass wir hier dieselbe haben. Also eigentlich die beiden sind ziemlich identisch. Und wir haben hier an der Stelle den hier verstaut. Das heißt, so in Summe ist es wieder so eine Philosophiefrage, was man gerne hat. Wenn ihr mich fragt, ist es so, ich finde das hier sehr interessant. Das heißt, hier kann man wirklich einen Bodenstaubsauger auch mal im Boden mit absaugen. Musst du wissen, ob es für dich wichtig ist. Hier hast du natürlich alles drin verstaut. Hier etwas weniger Zubehör. Es ist zwar auch dran verstaut, aber es ist nicht so wie bei Metabo so quadratisch praktisch gut. Andererseits sieht es doch wieder aus wie ein Rettungssanitäter hier. Jetzt gucken wir uns doch die Geräte nochmal im Detail an. Fangen wir mal bei Dewald an. Und hier habe ich ja vorhin schon das Thema Kabel gezeigt. Wir haben hier eine Kabelaufwicklung und ein kleines Detail. Sowas hier finde ich super. Das heißt, man kann das Kabel hier einhaken und es wabbelt nicht rum. Das bleibt hier fest. Dann haben wir hier den Ein- und Ausschalter. Ich finde ihn unpraktisch an der Stelle, weil ich muss jedes Mal hier so durchgreifen. Auch fürs Ein- und Ausschalten. Also das hätte man irgendwie, glaube ich, besser lösen können. Aber es geht. So, dann haben wir hier entsprechend, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das Ganze hier super verstaut. Nummer 1, Nummer 2 hier auch fest am Gerät verstaut. Also fällt auch wirklich nicht ab, ja, wenn ihr das mal so schaut. Aber man kann es natürlich trotzdem leicht abnehmen. So, nächste Sache, Schlauch hier.
Hier ist der Einlass für den Schlauch, hier ist der Auslass. Das heißt, wenn wir ihn einschalten, kommt hier die ganze Zeit Luft raus. Gefilterte Luft, ganz wichtig. So, hier können wir den Akku einsetzen und dann haben wir hier gar nicht mehr so viel dran zu sehen. Außer, und jetzt wird es natürlich spannend, jetzt wird es sehr spannend. Und zwar, schaut mal hier, wir können das hier rausnehmen und dann sehen wir Folgendes. Wir haben hier das Fassungsvermögen, also hier kann das Ganze rein. Wir haben keinen Beutel und hier haben wir den Filter, den wir auch ganz leicht hier ab- und annehmen können. Noch eine Kleinigkeit, ich habe vorhin gesagt, dass es ein Nass-Trockensauger ist und hier seht ihr auch, was dafür gemacht wird, nämlich wir haben hier einen Schwimmer. Das heißt, wenn jetzt hier das Wasser höher und höher steigt, dann dichtet es irgendwann nachher den Motor ab. Ja, die Saugleistung ist dann weg und dementsprechend ist das Ganze hier geschützt. Kommen wir jetzt also zu Makita und hier fangen wir mal auf der Seite an. Wir haben hier die Auslassöffnung, wo ihr entsprechend das Ganze, wenn ihr etwas ausblasen wollt, hier den Schlauch anschließt. Dann haben wir hier sehr gut gemacht, das Ganze hier sehr fest. Schaut mal hier, man kann das einfach hier rein. Dann ist es auch wirklich fest hier dran. Dann haben wir die andere Düse hier. Hier auf der Seite geht es dann weiter. Hier, das haben wir ja vorhin schon gesehen. Ja. Finde ich übrigens super verstaut. Wenn hier mal ein bisschen Spritzwasser kommt, sollte es nicht schädlich sein, ist aber dafür nicht spezifiziert. So, dann haben wir hier aber eine Akkuanzeige. Die hatten wir bei DEWALT nicht. Da muss man es direkt im Akku halt anschauen. Hier einfach draufdrücken und schon weiß man, wie voll der Akku noch ist. Hier können wir die verschiedenen Stufen machen. Hier also Eco und Boost oder Stufe 1, Stufe 2, wie auch immer. Einfach an. Und da wir es gerade schon gehört haben, wir machen gleich auch noch einen Test, wie laut sind welche Geräte, weil da gibt es große Unterschiede. So, dann haben wir hier den Schlauch. Den können wir hier, schauen wir bitte hier ein bisschen genauer. Hier haben wir auch genau gezeigt, wie das, wann es fest ist, wann es nicht fest ist. Und hier können wir einfach das Ganze hier drehen und abnehmen. So, Schlauch nehmen, Schlauch zur Seite. Und jetzt wird es spannend. Denn ich hatte ja gesagt, das hier ist eigentlich kein Nasssauger. Aber wir werden gleich was sehen. Und zwar, schaut mal hier. Ach Gott, schaut mal hier. Das sieht ja sehr ähnlich aus wie bei DEWALT. Ja? Wir haben auch so eine, ja, so eine Hülle, wo wir hier was einsaugen können. Auch kein Staubsack. Das wird alles direkt hier reingesaugt. Hier finden wir den Filter. So weit, so gut. Immer noch eigentlich kein Hinweis auf Nasssaugfähigkeit. Wenn wir das hier abnehmen, sehen wir auch nichts. Aber wir sehen hier was, nämlich da ist ein Schwimmer eingebaut. Also auch hier haben wir einen Schwimmer. Und eigentlich deutet das doch das ja darauf hin, dass es doch ein Nasssauger ist. Kommen wir jetzt zu Metabo. Und hier gibt es so viele Besonderheiten, da müssen wir uns ein bisschen länger aufhalten. Und fangen wir mal hier an. Ich finde das sehr interessant nochmal. Schaut nochmal im Detail. Der Akku ist wirklich hier in so einem kleinen Gehäuse drin. Ja, so ein kleines Häuschen, wo ihr den Akku reinstecken könnt. Es ist wirklich mal eine ganz andere Lösung, keine Klappe, kein nichts. Und hier kann ihn wirklich sehr einfach einsetzen. Und jetzt schauen wir mal hier weiter. Der Knopf hier, der ist eigentlich auch recht speziell. Nämlich er ist so gebaut, dass man ihn mit dem Fuß betätigen kann. Das heißt, wenn das Gerät hier auf dem Boden steht, kann man einfach hier rauf treten und schon geht der Sauger an. Das finde ich eigentlich super gelöst. Das heißt, bei anderen Geräten ist es so, dass man immer von Hand es machen muss. Also hat keinen so großen, massiven Knopf, wo man ihn auch wirklich mit dem Fuß betätigen kann. Und es ist auch ausdrücklich dafür vorgesehen. Und jetzt möchte ich nochmal sagen, das Gerät hier ist zum Thema Gewicht, kommen wir noch, aber ist eins der schwersten hier. Aber dafür wirklich, ihr könnt machen, was ihr wollt. Da ist alles dran verstaut. Ja, finde ich gut. Und zwar, wo ist es verstaut? Hier innen drin. Hier haben wir hier oben, schauen wir uns mal das Bedienfeld an. Hier haben wir den Griff, um die Oberseite aufzumachen. Aber nochmal zurück, wir haben hier die Möglichkeit auf Off. Also erstmal, wenn ihr hier etwas dreht, passiert gar nichts. Off heißt, ich kann hier drücken, passiert nichts. Und hier kann ich jetzt drücken und es geht an. Und natürlich kann ich hier auch drücken und wenn es geht an, ich zeige es euch mal. Nämlich dann kann man die Filterreinigung hier benutzen. Auch hier haben wir eine Akkuanzeige. Hier auch draufdrücken und dann sehen wir, wie voll der Akku ist. So, jetzt wollen wir das Ganze hier öffnen. Dazu müssen wir einfach nur den Knopf hier drücken oder den Hebel ziehen. Und schon ist das Ganze auf. So, und jetzt haben wir hier alles drin verstaut. Und das finde ich, ich weiß, ich sage das oft, mega. Es ist hier alles drin. Das heißt, ich kann jetzt den Schlauch hier mit einem Handgriff nehmen und rausholen.
Und selbst für den Schlauch ist hier etwas da, nämlich hier wird der Schlauch eingehakt, hier an der Stelle. Schaut mal hier. Und dann wird er hier rumgewickelt. Das heißt, man weiß genau, wo man anfängt. Dann hat man hier ein Fach für noch Kleinteile, dort und dort, die man hier unterbringen kann. Und die Düsen sind hier. Das heißt, ich habe hier die eine Düse untergebracht und hier die andere. Das finde ich echt gut gelöst. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das natürlich wieder zuzumachen. Und wenn wir jetzt hier das aufmachen, rechts und links, dann kommen wir hier dran, und zwar wird hier ein Filtersack mitgeliefert, den man hier einfach reintun kann, und dann geht es entsprechend los. Hier sieht man, ich habe auch schon ein bisschen was ausprobiert. Das finde ich schön, dass hier auch ein Filter dabei ist. Das heißt, man muss nicht immer das Ganze aufmachen, auskippen, wo wieder Staub erzeugt wird und so weiter und so fort. Und dann sehen wir jetzt hier an der Unterseite ist hier unten der Feinfilter drin. Hier einfach über den Hebel hier auch entsprechend zu entfernen. Und ja, da ist das der HEPA-Filter, von dem ich vorhin gesprochen habe. Kommen wir zu Bosch. Und zwar fangen wir hier mal oben an. Wir haben hier einen Knopf, um das Ganze einzuschalten. Und dann sehen wir auch, wie die Akkukapazität ist. Ja. So. Es wird also dauerhaft angezeigt, wie der Akku geladen ist. So, dann haben wir hier an der Seite die Verstaumöglichkeit für den Schlauch. Eigentlich sehr clever gelöst hier mit dem Gummi, den man hier so rumlegen kann. Und dann ist er hier zumindest so erstmal fest verstaut. Wabbelt hier so ein bisschen rum, aber das geht. Dann haben wir hier die Befestigung für die Bodendüse hier an der Seite. Und das andere haben wir ja schon gesehen. Und übrigens kann man das Stück hier auch abnehmen. Wenn man das nicht braucht, dann nimmt man es einfach ab und dann bleibt es halt weg. Ja, also das kann man auch so betreiben. Ist eigentlich sehr gut gelöst. Dann haben wir eigentlich nur den Akku, das habe ich ja vorhin schon gezeigt. Und dann gucken wir auch schon mal rein ins Gerät. Nämlich hier, schauen wir mal. Hier sieht man diesen riesigen Behälter, 10 Liter Fassungsvermögen. Das ist schon eine ganze Menge. Und hier sehen wir den Filter. Ja, man sieht auch schon, den ist ein bisschen benutzt. Auch hier habe ich wieder einen Schwimmer, ja, wohl bekannt zum Thema Nasssaugen. Ja, und das war es auch schon. Was ich mich übrigens frage, wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen diesen Filtern und den HEPA-Filtern? Weil so viel anders sieht der gar nicht aus, aber wahrscheinlich sieht man es auch einfach nicht. Übrigens, was ich sehr schön finde, ist, es ist egal, wo sich das Unterteil in einer Position befindet, ich kann das überall drauf machen und befestigen. Jetzt geht es an das Thema Lautstärke, denn die Geräte sind sehr unterschiedlich laut und viele von euch wird das sicherlich sehr interessieren. Übrigens, das Gerät kennt ihr ja schon aus vielen anderen Videos, aber auch das hier, dazu habe ich ja mal ein Testvideo gemacht oder ein Vorstellungsvideo, dass man wirklich mit so einem 18 Volt Akku auch sowas, so ein USB-Gerät betreiben kann oder sogar den Handy laden. Wir haben gerade gesehen, wie unterschiedlich die Lautstärke doch ist. Denn wir haben hier alle drei Geräte so im über 80 Dezibel Bereich, in der Regel so 83, 84 bis 85 Dezibel, die hier rauskommen. Übrigens alle aus einem Meter Entfernung und jeweils die Auslassöffnung in Richtung des Messgeräts gehalten. Gemessen. So, das ganz schön laut. Und wir haben hier, und auch egal ob Eco oder nicht Eco, da ist kein so großer Unterschied gewesen. Hier haben wir fast 10 Dezibel weniger. Und wer das kennt, das sind Längen. Und das merkt man hier auch im Raum. Also für euch ist es immer schwierig jetzt mit dem Ton, wie pegeln wir das ein und so weiter. Aber man kann sagen, das Gerät ist mit Abstand am leisesten. Und los geht's mit dem Thema Absaugung. Dafür habe ich hier ein sehr spezielles Gerät dabei, nämlich eine Akku-Kappsäge. Und ihr wisst ja selber, Kappsägen ist so ziemlich das letzte Gerät, was man richtig gut absaugen kann. Und das wollen wir jetzt aber trotzdem mal ausprobieren. Nämlich hier sieht man dann, wie viel Dreck noch außenrum rum gelandet ist. Und das werden wir gleich mal machen. Ich mache nämlich jeweils 5 Schnitte in einem Balken mit jeweils einem anderen Sauger dran. Und dann schauen wir mal, wie viel Dreck ist denn nur um das Gerät so drumherum liegen geblieben. Übrigens natürlich das Gerät hier absolut prädestiniert für so einen Test. Akkugerät.
Eine Akku-Kappsäge ist schon echt interessant, oder? Das heißt, du gehst auf eine Baustelle oder bist unterwegs oder hast in deinem Keller vielleicht keinen Stromanschluss, dann kannst du mit dem Gerät trotzdem super eine Kappsäge betreiben, also hier mit Akku. Und wenn du unterwegs bist, hast also keinen Strom, ist das natürlich oder das oder das oder das dein Gerät der Wahl. Los geht's. Ich habe jetzt hier eine dunkle Platte, das heißt, hier drauf wird man jeden Dreck sehen, der hier noch daneben gegangen ist. Wir werden jeweils natürlich die Sauger anschließen und auf der maximalen Saugleistung auch die Schnitte machen. Und ich bin sehr gespannt, was hier am Ende liegen bleibt. So sieht das Ganze jetzt hinterher aus. 5 Schnitte, wie gesagt. Und die haben wir schon gut Dreck hinten liegen. Und schauen wir mal, ob die anderen sich da wirklich signifikant von unterscheiden. Übrigens, schaut mal, wie viel jetzt hier an Dreck drin ist. Also das ist schon eine ganze Menge, die er abgesaugt hat. Und übrigens natürlich ist auch ein bisschen was am Filter. Hier jetzt das Metabo-Absaugergebnis. Übrigens, der Schlauch hat ganz gut draufgepasst, war ich erstaunt. So, also ich muss sagen, hier auch wieder Dreck, auch auf der anderen Seite Dreck, aber es unterscheidet sich eigentlich, würde ich sagen, kaum von Bosch. Hier bei Makita ist es so, dass es hier hinten eigentlich genauso aussieht wie bei den anderen. Ich habe aber das Gefühl, dass hier nach oben mehr Dreck ist. Also hier in dem Bereich und vielleicht auch ein bisschen nach da hinten gefallen. Also von meinem Gefühl ist das hier etwas mehr Dreck. Und da ist eine Katze. So, wenig anders zu erwarten, auch bei DEWALT haben wir hier entsprechend Dreck hinten und natürlich auch auf der Seite. Ich würde sagen, vom Absaugergebnis haben die 4 sich alle nicht unterschieden. Ja, vielleicht ist es bei DEWALT Makita hier etwas mehr in die Höhe gespritzt oder getrieben worden, wie auch immer. Da ist es vielleicht ein bisschen dreckiger, aber in Summe, ja, ist das Absaugergebnis halt, wie hier zu erwarten, bei einer Kappsäge. Um das für euch nochmal zu relativieren, das ist eine Kappsäge, wer damit noch keine Erfahrung hat, Kappsägen machen viel Dreck und das ist völlig normal und auch mit einem großen Industriestaubsauger wäre es nicht wesentlich besser geworden, weil Kappsägen einfach sehr viel irgendwo hinblasen und die gar nicht so viel dagegen machen können. Und wir haben gesehen, alle 4 haben das eigentlich gut hingekriegt, es war zumindest über dieselbe Menge an Dreck noch an der Seite und wie viel Dreck wir eingesaugt haben wir beim Bosch gesehen. Also macht das nicht ohne, weil die Menge an Dreck, die sonst entstehen würde, ist echt enorm. Bevor ich jetzt gleich anfange abzusaugen, übrigens, das hat richtig Spaß gemacht und ich war echt erstaunt, wie viel Leistung das Teil hat. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare, soll ich dazu mal ein Video machen? Was machen wir jetzt? Staub fördern. Und zwar schaut mal hier, aus meinem letzten Video und aus dem letzten Test haben wir hier bei Metabo jede Menge Dreck in dem guten Sauger. Denkt dran, Video hatte ich ja hier oben verlinkt, wie ich das hier alles erzeugt habe. Übrigens ist das auch sehr viel Dreck aus den Tischkreissägen-Videos. Damit habe ich hier sehr viel abgesaugt. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich fülle uns jetzt hier, ist ja auch irre, oder? Ich fülle uns jetzt hier 5 Liter Staub ab. Eigentlich ist das auch bescheuert. Man soll sich ja vor Staub schützen eigentlich, ja. Also ich bin ein super Vorbild. Eigentlich muss ich jetzt eine Atemmaske tragen. Jetzt hat Metabo es jetzt nicht ganz geschafft, also machen wir nochmal einen Nachtest. Huiui, und schauen mal, woran das gelegen hat. Und zwar ist es so, dass einfach der Beutel hier voll war. Ja, wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir nehmen jetzt den Beutel raus und testen das Ganze nochmal. Und zwar ohne Beutel.
Und so sieht es dann ohne Tüte aus. Was ein Staub hier und wie viel Liter ich hier gesaugt habe. Jeweils 5 Liter feinsten, schönen Segelstaub. Hier unten findet ihr nochmal alle Zeiten. Und jetzt bin ich gespannt, wie ihr abstimmt. Und ich hoffe wirklich, dass ihr markenneutral abstimmt. Nämlich wirklich, welches Gerät euch am besten gefallen hat. Ihr könnt ja ein anderes kaufen. Ja, das ist ja nicht das Problem. Und denkt an den ehrlichen Preisvergleich unten. Und ich bin mega gespannt übrigens auf eure Kommentare zu diesen Geräten. Und wenn du das Gerät schon hast, eins davon, dann teile unbedingt deine Erfahrung unten auch in den Kommentaren mit uns und vor allem mit allen anderen. So viel geredet, jetzt ist aber die Frage, bitte denkt dran, abstimmen, welches ist es? Jetzt zu meiner Meinung und heute sogar eine Premiere, eine Doppelmeinung, nämlich meine Meinung und die Meinung der Kamerafrau, Kamerafrau, die macht über Faxen da hinten. Also, welches finde ich am besten? Für mich ist die Wahl ganz klar. Ich würde Metabo nehmen. Größtes Volumen, Luftvolumen. Und es ist alles in einer Kiste drin. Super. Und wie ich immer sage, mega. Finde ich hier gut. Ich finde übrigens auch den Bosch gut und auch alle anderen gut. Aber hier finde ich das Konzept einfach am besten. Hier, jetzt die Kamerafrau. Was meint ihr? Dewalt. Und zwar ist es Dewalt oder Makita. Da hat sie jetzt auch eben sich schwer getan. Ja, welcher ist es denn nun? Der Makita oder Dewalt? Und zwar, weil sie so klein und handlich sind. Ja. Übrigens nochmal die Gewichte von den drei Geräten blende ich auch nochmal hier ein. Das habe ich ganz vergessen vorhin. Also Gewichte sind die auch noch. Für die, die lange durchgehalten haben, die haben jetzt alle Informationen. Also, sie findet einfach die beiden hier kleiner, handlicher, kompakter. Kann ich auch nachvollziehen. Und Dewalt ist es deswegen geworden, eigentlich wollte sie ja Makita haben, also sagen. Und da hat sie auch recht, hier ist ein Kabel dran. Und das macht das Gerät hier noch vielseitiger einsetzbar. Du kannst das also auch als stationären Sauger nehmen, wenn du nicht so viel Saugleistung brauchst und so weiter. Nimm es als stationären Sauger und gut ist. Und ab und zu auch mal mit Akku. Kann man hiermit super machen. Also finde ich schon sehr clever gelöst. Und das Gerät an sich hat alles, was man so braucht. Insofern hat die Kamerafrau auch mal heute mitreden dürfen. So, also genug davon. Wenn ihr noch mehr zum Thema Sauger wissen wollt, schreibt es auch unten in die Kommentare. Bin ich immer dabei, eure Wünsche zu erfüllen. Und jetzt heißt es wirklich ran an die Sauger und bis zum nächsten Mal. Werkstatt ausblasen, irgendwo, wenn man irgendeine dreckige Fuge hat. Eine Fuge ausblasen. Nee, das reicht ja so. Oh Mann. Immer ein Luft. Mann, was ist denn hier heute los? Also wir haben hier ein Luftauslass. Saugt auch Katzen. Das ist Katze mit Selbstreinigung. So.